Jetzt wechseln wir das Thema. Der nächste Referent ist Professor Thomas Deikeler, Leiter der Arzt der Rheumatologie, auch mit einem häufigen Problem der Polymyalgia Rheumatica, wahrscheinlich am häufigsten in der Praxis diagnostiziert und behandelt, im Spital aber häufig eine Differentialdiagnose, die etwas verwirrend ist. Deswegen bin ich froh, Thomas, dass du uns da über die Polymyalgie berichtest. Vielen Dank. So, guten Morgen. Ich hoffe, Sie fallen jetzt nicht von der Insomnie in die Narkolepsie für die letzten halben Stunde. Man könnte das vermuten, weil die Polymyalgie ist möglicherweise ein relativ langweiliges Thema. Die Erkrankung kennen wir alle. Und man könnte sich fragen, wieso braucht es jetzt eine Vorlesung zur Polymyalgie? Und ich finde nicht, dass die Polymyalgie langweilig ist. Die Polymyalgie ist ein Paradebeispiel einer Erkrankung, die klinische und anamnestische Skills braucht. Das ist eine Erkrankung, die von uns verlangt, dass wir den Patienten anhören, uns mit ihm unterhalten, und die Diagnose stellt sich dann wie von selbst, wenn wir dem Patienten zuhören. Und es ist eine Erfolgsgeschichte. Die meisten Patienten kriegen Steroide, nach 2 Tagen sind sie beschwerdefrei und sind ihnen dankbar bis ans Lebensende. Also es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, und ich denke, es ist wahrscheinlich auch die häufigste Erkrankung neben der Gichtarthritis, die Sie so in der Hausarztpraxis sehen. So läuft es in der Regel oder häufig, ist es aber nicht immer so. Auch die Polymyalgie, da sie eine sehr klinisch und anamnestisch basierte Diagnose ist, hat ihre Pitfalls. Und es liegt daran, dass viele Erkrankungen im Alter einhergehen mit einer Polymyalgie und nicht zwingend immer eine Polymyalgia Rheumatica sind. Die Erkrankung ist stiefmütterlich behandelt von der Forschung. Es gibt relativ wenig evidenzbasierte Daten. Deswegen kann ich Ihnen auch keine großen Studien mit Zehntausenden von Patienten vorstellen, aber ich kann Ihnen im Sinne eines narrativen Vortrags doch Fälle zeigen, die einen aufmerksam machen können für die Probleme, die bei diesen Patienten auftreten können. Wir kommen schon zur Abstimmung. Ich habe einen Fall mitgebracht, das ist eine Patientin aus meiner Sprechstunde mit einer typischen Klinik, Oberarmschmerzen, Morgensteifigkeit, nächtliches Erwachen. Sie hat das Alter, sie ist über 60 Jahre alt, mit Untersuchung an Druckschmerz der Oberarmmuskulatur, ein bisschen Schmerz im Handgelenk, Entzündungszeichen. Die Frage ist, was tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man tun kann. Sie können sagen, ich möchte wissen, was ist mit der Schulter los? Hat sie vielleicht eine Arthritis? Hat sie eine Sehnenruptur? Ich mache eine Ultraschalluntersuchung. Ich möchte röntgen, es könnte eine Arthrose sein. Andererseits habe ich gehört, man muss eine Immunfixation machen, das Myelom muss unbedingt ausgeschlossen werden. Ich mache die Rheumafaktoren, es könnte sich um eine Rheumatoid Arthritis handeln, mir ist alles egal, ich behandle mit Steroiden, dann wird es schon besser werden. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Sehr gut. So, die letzten stimmen noch ab, dann kann ich es jetzt, glaube ich, fixieren. Sehr gut. Sie sind, also es gibt bei dieser Frage eigentlich kein Ja und kein Nein, und nichts ist richtiger als das andere. Viele dieser Bestimmungen sind in unterschiedlichen Situationen sinnvoll. Und die Bestimmung der Rheumafaktoren und der ACPA ist sicher ganz wichtig. Und wir werden diese verschiedenen Aspekte im Verlauf noch aufgreifen. Polymyalgie ist nicht eine Diagnose per se, sondern die Polymyalgie ist ein Syndrom. Das wissen Sie, sehr charakteristisch mit diesen morgendlichen proximal betonten Beschwerden, häufig am Schultergürtel, seltener auch am Beckengürtel. Die Patienten wachen nachts auf vor Schmerzen, können schlecht schlafen, haben eine Insomnie. Morgendlich besteht eine Steifigkeit. Die Patienten brauchen 1, 2, 3 Stunden, bis sie sich besser bewegen können. Tagsüber wird es besser, abends wird es wieder schlechter, und es gibt mehr oder weniger eine systemische Entzündungsreaktion. Typisch ist der akute Beginn, die Patienten gehen häufig abends gesund ins Bett, stehen morgens auf und berichten, sie fühlen sich wie 20 Jahre gealtert. Wie geht es denn bei unserer Patientin weiter? Wir haben die Diagnose einer Polymyalgie gestellt, wir haben sie mit Prednison behandelt, mit 15 Milligramm Prednison war die Patientin beschwerdefrei.
Nach 2 Wochen haben wir angefangen, die Dosis langsam zu reduzieren. Wir haben sie dann bis auf 5 Milligramm reduziert bekommen. Ab 5 Milligramm hat sie dann über Handgelenke und Schmerzen in einzelnen Fingergelenken geklagt. Wir haben sie klinisch untersucht. Es zeigt sich bei der klinischen Untersuchung eine Synovitis an mehreren kleinen Fingergelenken. Wenn es am Ultraschall bestätigt, Sie sehen eine Ultraschalluntersuchung der Strecksehne mit Flüssigkeit um die Strecksehne als Ausdruck der Entzündung und ein stark positives Dopplersignal im Bereich des MCP5 als Ausdruck einer vermehrten Durchblutung im Gelenk bei einer Synovitis. So, die Diagnose ist klar, es ist eine rheumatoide Polyarthritis, symmetrisch eine rheumatoide Arthritis. Und wie Sie initial schon gesagt haben oder viele von Ihnen gestimmt haben, man sollte die Rheumafaktoren und die ACPA bestimmen, die haben wir bestimmt und die waren beide negativ. Also eine seronegative rheumatoide Arthritis mit spätem Beginn. Das wird in der Literatur als LORA bezeichnet, Late Onset Rheumatoid Arthritis oder ERA, das ist ein bisschen der Vornehmerbegriff, Elderly Onset Rheumatoid Arthritis. Und dies klassischerweise hat die einen polymyalgischen Beginn, akuter Beginn, häufig sind die Schultern mit betroffen. Teilweise sind die Muskelschmerzen im Bereich der Oberarme sehr prominent und initial führend, starke Entzündungszeichen, häufig seronegativ. Seronegativ schließt eine rheumatoide Arthritis nicht aus, nur in 70% der Patienten mit einer rheumatoide Arthritis hat man Rheumafaktoren, die anderen sind seronegativ. Und klar ist, diese Patienten brauchen eine andere Therapie als Steroide, weil sonst die Gelenksdestruktion im Rahmen der Arthritis droht. Eine andere Präsentation eines polymyalgischen Syndroms stellt dieser Patient dar. Er ist ein jüngerer Patient, er ist so knapp an der Grenze zum Alter der Polymyalgie, aber auch er nach einer interkurrierenden Gastritis mit Muskelschmerzen, vor allem in Ruhe, aber auch bei Belastung, thorakal beginnend, ausstrahlend auf Oberarme, Schultern und Oberschenkel. Der Patient ist nächtlichst erwacht wegen der Schmerzen. Zeitgleich hat er auch Rückenschmerzen geklagt und die hat er auf eine reduzierte sportliche Betätigung zurückgeführt. Der Patient ist Sportler, Marathonläufer, macht 100-Kilometer-Läufe, macht Triathlon und war seit diesen Beschwerden nicht mehr in der Lage, seinen Sport aufzuführen. Auf genauere Befragung hat noch angegeben, dass er auch schon in der Jugend Rückenschmerzen hatte, aber immer dann, wenn er sich wenig bewegt hatte. Wir haben ihn untersucht, er hat mäßiggradig erhöhte Entzündungsparameter gehabt, das CRP war 40, die Senkung war erhöht und im nächsten Schritt wurde eine Bildgebung gemacht, eine MRI, und wenn man das MRI anschaut, dann ist man überrascht, was man findet. Sie sehen auf der rechten Seite einen Schnitt auf der Höhe des Sacroiliakalgelenks, man sieht sehr deutlich diese hellen Signale auf beiden Seiten des Sacroiliakalgelenks als Ausdruck einer Sacroiliitis. Man sieht ventral auf den thorakalen Schnittebenen Entzündungen im Sternoklavikulargelenk und auf anderen Schnitten sieht man auch Entzündungen der kleinen Wirbelgelenke. Also letztlich kann man bei diesem Patienten die Diagnose einer spät aufgetretenen Spondylarthritis stellen, die ihm diese Symptomatik gemacht hat. Diese ausgeprägte Schmerzhaftigkeit ist wahrscheinlich bedingt durch die Enthesitis. Enthesitiden sind Entzündungen der Übergänge von Sehnen zu den Knochen und man findet diese Enthesitiden sehr häufig bei Erkrankungen aus dem Formkreis der Spondylarthritiden. Es wurde über lange Jahre wurden die nicht so wirklich als entzündliche Manifestation wahrgenommen, weil man die Arthritis bei diesem Patienten nicht sieht, sondern man hat die Schilderung der Schmerzsymptomatik und die Darstellung gelingt oft nur mittels Bildgebung. Die Symptomatik kann mal aussehen wie eine typische Symptomatik eines Widespread Pain Syndroms. Der Clou für die Diagnose liegt wahrscheinlich in der Anamnese mit diesen lange zurückliegenden Rückenschmerzen in der Jugend, in Ruhe, die sich auf Belastung verbessert hatten. Möglicherweise bestand diese Erkrankung schon länger und wurde klinisch jetzt durch diese massive Verschlechterung apparent. Also die Arthritiden sind eine wichtige Differentialdiagnose bei der Polymyalgie, nicht nur die Late-Onset Rheumatoid Arthritis, sondern auch die Kristallarthritiden können mal unter dem Bild einer Polymyalgie auftreten. Ganz klassisch, was wir alle 2-3 Monate hier sehen, sind Patienten mit akuten, ältere Patienten mit akuten Schmerzen im Nackenbereich
oft begleitet mit Nackensteifigkeit, systemisch sehr hohe Entzündungszeichen. Der Clou hier ist, dass die Schmerzsymptomatik eher lokalisiert ist auf den Nacken und ausstrahlt auf die Oberarme. Und die Bildgebung kann bei diesen Patienten dann häufig die Ursache zeigen, und zwar sind es Verkalkungen im Bereich vom Dens. Das ist das sogenannte Ground-Dens-Zeichen als Ausdruck einer Pyrophosphat-Arthritis in diesem Bereich. Eine kurzdauernde, hochdosierte Steroidtherapie kann die Beschwerden verbessern. Selten findet man auch Gichtarthritiden im Bereich der Wirbelsäule, die akut entzündliche Beschwerden mit Polymyalgieformen Muster machen können. Sind die Schmerzen lokalisiert mehr auf die Schultergelenke, sollten wir uns überlegen, steckt eine Arthritis dahinter, entsprechend weitere Abklärungen machen, Ultraschall und Gelenkspunktionen können hilfreich sein, um die Kristallarthritis nachzuweisen. Aber auch das Röntgen kann uns helfen bei diesen Patienten. Man sieht schlecht, aber man kann im Röntgen diese im Knorpel lokalisierten Calcium-Pyrophosphat-Kristallablagerungen als sehr charakteristischer Hinweis auf eine Pseudogicht nachweisen. Arthritiden sind wichtige Differentialdiagnosen, aber die Polymyalgie ist nicht nur eine Differentialdiagnose für Arthritiden, sie ist auch assoziiert mit anderen Erkrankungen. Beispiel hier eine 68-jährige Patientin, die auch wieder sich mit typischen Beschwerden vorstellt. Das ist eine sehr aktive, agile Patientin, die viel reist, Sport macht. Und es hat begonnen nach einer Flugreise. Sie hat zunächst gedacht, es sind Verspannungen nach langem Sitzen, aber die Schmerzen haben sich ausgebreitet und sie hat irgendwann das Vollbild eines polymyalgischen Syndroms entwickelt. Sie berichtet dann noch, dass sie zuvor auch Schmerzen am Hals beidseits hatte und sie hat im Herbst vor dieser Symptomatik oder im Rahmen dieser Symptomatik auch einen isolierten Renault der linken Hand entwickelt. Sie hat selbst nichtsteroidale Antirheumatika eingenommen. Sie ging zur Hausärztin, Rheumatologin, die sie mit Prednison behandelt hat und daraufhin fühlte sie sich wie neugeboren. Zwei Tage später war sie beschwerdefrei. Soweit so gut, eine klassische Polymyalgie. Die Patientin hat sich dann im Uniklinikum vorgestellt, weil es zu zunehmenden Schmerzen im Bereich der linken Hand bei Aktivität gekommen ist und die Hausärztin dann auch nicht mehr in der Lage war, links den Blutdruck zu messen. Man hat eine Abklärung gemacht und Sie sehen hier ein sonografisches Bild der Axillararterie. Man sieht diese echoarme Wandverdickung, diese hochgradige Stenose, man sieht nur noch einen dünnen Doppler-Jet als Ausdruck dieser filiformen Stenose, die für die Symptomatik der Patientin verantwortlich war. Und ganz charakteristisch für die Vaskulitis ist eben diese echofreie Wandverdickung der Gefäßwand, die sich sehr gut differenzieren lässt von diesen eher häufigeren arteriosklerotischen Stenosierungen der großen Gefäße. In der PET-Untersuchung hat sich der entzündliche Charakter bestätigt. Man sieht überall, wo es hellgelb erscheint, eine vermehrte Aktivität im Bereich der Gefäßwand. Also eine Polymyalgie mit einer Vaskulitis, und das ist ja das war der Clou für die Diagnose. Bei dieser Patientin auch wieder die Anamnese, die Schmerzen am Hals als Ausdruck einer möglichen Karotidinie und die atypische, einseitig lokalisierte Renault-Symptomatik, die uns immer aufmerksam machen sollte auf das Vorliegen einer mechanischen Flussbehinderung, die vorgeschaltet ist. So ist es ein Einzelfall, die Vaskulitis und Polymyalgie. Es gibt leider keine prospektiven Daten dazu, wie viele von den Patienten, die sich mit Polymyalgie präsentieren, tatsächlich eine Vaskulitis entwickeln oder eine Vaskulitis haben. Man weiß aus verschiedenen retrospektiven Studien, bei denen Patienten untersucht wurden, die eine Polymyalgie hatten, bei denen der Untersucher eine weitergehende Untersuchung, ein PET oder ein MRI gemacht hat, dass etwa 30-60% der Patienten in diesen Serien tatsächlich Hinweise für eine Großgefäßvaskulitis hatten. Man weiß nicht, welches diese Patienten sind. Risikofaktoren sind nicht gut bekannt. Man findet, wenn man zum Beispiel in dieser Studie untersucht, gibt es Unterschiede zwischen den Vaskulitis-Patienten, den PET-positiven und den PET-negativen Polymyalgie-Patienten. Finden wir keine Unterschiede in Bezug auf die Entzündungsparameter. Wir finden keine Unterschiede in Bezug auf die allgemeinen Symptome. Was auffällig ist, die Patienten, die dann tatsächlich eine Vaskulitis hatten, hatten häufiger entzündlichen Rückenschmerz und Schmerzen im Bereich der unteren Extremität. Aber es ist eine retrospektive Studie,
die letztlich gebiased ist durch die Auswahl der Patienten. Es gab ja auch letztlich einen Grund, warum diese Untersuchung durchgeführt wurde. Das führt letztendlich auch zu der Assoziation Polymyalgie-Riesenzellarthritis. Das ist sehr wahrscheinlich schon so, dass die Polymyalgie und die Riesenzellarthritis Manifestationen ein und derselben Erkrankung sind. Man findet serologische Ähnlichkeiten, man findet in Biopsien von Patienten mit Polymyalgie immunologische Signale, die vereinbar sind mit einer Großgefäßvaskulitis. Und wahrscheinlich zeigt sich diese Erkrankung mit unterschiedlichen Mustern. Klar ist die Diagnose bei den Patienten, die die klassische Arthritis temporalis haben, die haben Kopfschmerzen, Sehstörungen und so weiter. Weniger klar wird die Diagnose bei Patienten, die unter einer isolierten Großgefäßvaskulitis leiden. Diese Patienten haben allgemeine Symptome, Abgeschlagenheit und Fieber. Die Diagnose ist oft nur nach weiteren Abklärungen mit der Bildgebung zu stellen. Da kommt als drittes dann noch das polymyalgische Syndrom hinzu. Und das polymyalgische Syndrom kann mit oder ohne Vaskulitis auftreten. Klar ist, dass die Vaskulitis zu Beginn vorhanden sein kann. Wir können eine Riesenzellarthritis haben mit einer Polymyalgie. Es kann sein, dass die vaskulitischen Symptome im Verlauf auftreten. Und es ist durchaus auch möglich, dass die Patienten mit Polymyalgie im Rezidiv eine Großgefäßvaskulitis entwickeln. Deswegen braucht es eine gewisse Aufmerksamkeit von Beginn der Therapie an, dass man bei Red Flags, wenn die Patienten akut Sehstörungen entwickeln, wenn Kopfschmerzen auftreten, wenn Kaubeschwerden auftreten, Ischämiezeichen auftreten, dass die Patienten dann rasch abgeklärt werden, damit eine unmittelbare Optimierung oder Anpassung der Therapie erfolgen kann. Und da gibt es die sogenannten Fast-Track-Sprechstunden, die Rheumatologen eigentlich zunehmend anbieten. Und das heißt, dass die Patienten innerhalb von 24 Stunden nach einem festgegebenen Algorithmus abgeklärt werden können. Und man weiß, seit es diese Fast-Track-Sprechstunden gibt, in den großen Zentren, die ihre Patienten dokumentiert haben, dass die Inzidenz von Erblindungen bei Patienten mit Riesenzellarthritis deutlich abnimmt. Also die Differentialdiagnose nochmal zusammengefasst, es braucht das polymyalgische Syndrom, die Entzündungszeichen, ist eine Polymyalgie ohne systemische Entzündungszeichen, ist extrem selten, ist eine Rarität. Wir müssen an die Arthritiden denken, an die Late-Onset Rheumatoid Arthritis, an die Kristallarthritiden, selten, an die Vaskulitis, seltene Differentialdiagnosen wie eine Myositis, die vorwiegend charakterisiert ist durch Schwäche und nicht Schmerz, Stoffwechselstörungen wie eine Hypothyreose oder Vitamin-D-Mangel können mal dieses Syndrom, ein Mimikry dieses Syndroms sein. Die Frage ist, haben wir außer der Klinik Parameter, die uns die Spezifität unserer diagnostischen Kriterien für die Polymyalgie verbessern? Und da muss man sagen, ja, man kann heutzutage mit der Bildgebung die tatsächlich betroffenen schmerzhaften Strukturen untersuchen und man findet typischerweise bei diesen Patienten charakteristische Befunde. Man findet Enthesitiden, man findet Tenosynovitiden, man findet Bursitiden und man findet auch manchmal Gelenksergüsse. Das ist die Sonographie ist das Mittel der Wahl. Also man kann in der Sonographie am Schultergelenk die Bursitis darstellen oder wie hier die Entzündung der Bizepssehne oder hier eine Gussbildung im Hüftgelenk. Man kann das MRT einsetzen. Im MRT sieht man kann man eine Bursitis trochanterica sehen. Man kann tiefe Bursitiden im Bereich des Hüftgelenks sehen. Und man kann auch eine Gussbildung im Hüftgelenk als Ausdruck einer Polymyalgie darstellen. Auch im PET-CT, das manchmal ja gemacht wird unter der Verdachtsdiagnose, Großgefäßvaskulitis sieht man typische Veränderungen. Man kann hier die Wirbelsäule darstellen, die sonografisch schlecht darstellbar ist. Und man sieht hier eine vermehrte Aufnahme von markierter Glucose in die Bursa, die zwischen den Prozessen Spinose liegt. Es gibt neu diese immer noch provisorischen Diagnosekriterien für die Polymyalgia rheumatica, die getestet wurden gegen eine Vergleichsgruppe von Patienten mit polymyalgischen Beschwerden, aber anderen entzündlichen rheumatischen Erkrankungen.
In diese Diagnosekriterien berücksichtigt Patienten, die über 50 sind, bilaterale Schulterschmerzen haben und Entzündungszeichen haben. Und es gehen klinische Kriterien ein, wie Morgensteifigkeit, die Beteiligung der Hüftgelenke wird positiv bewertet, das Fehlen von Rheumafaktoren wird positiv bewertet und das Fehlen von Arthritiden peripherer Gelenke wird auch bewertet. Wenn man eine bestimmte Anzahl von Punkten hat, wird die Polymyalgie sehr wahrscheinlich. Man kann die Sensitivität dieser Kriterien steigern, wenn die ultrasonografischen Kriterien mit hineingenommen werden, wenn man einseitig typische Veränderungen sieht. Oder noch wahrscheinlich wird die Diagnose, wenn die Veränderungen bilateral sichtbar sind. Die PMA folgt auch in der Epidemiologie der Riesenzahlarthritis. Es gibt eine geografische Verteilung. Frauen sind häufiger betroffen. In nördlichen Ländern ist die Inzidenz deutlich höher als bei uns. Zur Therapie der Polymyalgie. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt relativ wenig Evidenz. Es ist sehr viel Erfahrungsmedizin. Es gibt kleinere Studien. Ich habe Ihnen versucht, die aktuellste Studie mitzubringen. Das ist der Professor Wang, der immerhin 3 Patienten mit Channel-Therapie behandelt hat. Und ihm ist es gelungen, die Patienten schmerzfrei zu bekommen. Wenn man versucht immer wieder in regelmäßigen Abständen die Evidenz für die Behandlung der Polymyalgie zusammenzufassen. Es gibt sogenannte EULA-Recommendations, das ist die Europäische Gesellschaft für Rheumatologie. Da treffen sich die Fachexperten auf diesem Gebiet. Es wird versucht, die Evidenz aus den vorhandenen Publikationen zu extrahieren und dann wird im Konsensus eine sehr eminenz- und erfahrungsbasierte Empfehlungen ausgesprochen. Und das sind die letzten Empfehlungen von 2015. Wichtig ist, dass die Patienten initial gut abgeklärt werden. Der Rheumafaktor und ACPA, wie Sie gesagt haben, gehört dazu. Es gehört dazu ein Stoffwechselassessment. Die Glucose wird empfohlen, Blutdruck sollte gemessen werden. Kardiovaskuläre Erkrankungen sollten abgefragt werden. Das Lipidprofil sollte überprüft werden und es sollte eine Osteoporose gesucht werden. Also nicht nur die mit der Erkrankung selbst assoziierten Faktoren, sondern auch die Faktoren der Komorbiditäten sollten initial breit untersucht werden. Hier steht die Immunfixation drin, das kommt wahrscheinlich aus dem amerikanischen. In der USA wird das CRP nicht gemacht und eine isolierte Senkungserhöhung kann natürlich immer mal bedingt sein durch eine Vermehrung von Immunglobulin im Sinne eines Myeloms. Wenn die Senkung und das CRP gleichzeitig erhöht sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Senkung durch die Entzündung erhöht wird, ungleich höher. Sie empfehlen, dass atypische Fälle zum Spezialisten überwiesen werden und dass man regelmäßig auch dieses Toxizitätsmonitoring durchführt im Verlauf der Therapie. Die Behandlung des Patienten sollte in Abstimmung mit dem Patienten erfolgen. Das ist klar, wir haben wenig Evidenz, mit welcher Therapiedosis wir beginnen müssen. Deswegen ist es wichtig, dass es sich um eine rein symptomatische Therapie handelt, dass man das mit dem Patienten bespricht. Und Sie haben diesen Algorithmus aufgestellt. Man beginnt mit 12 bis 25 Milligramm Prednison, reduziert die Prednisondosis. Man kann bei Therapieversagen Methotrexat dazuschalten. Wenn die Reduktionsdosisreduktion gelingt, wird man ab 5 Milligramm versuchen, in Milligrammschritten das Prednison auszuschleichen. Sollte es hierunter zu einer Aktivität kommen, muss die nächsthöhere Dosis wieder bekommen werden, muss Methotrexat dazugenommen werden. Und man sollte im Verlauf immer wieder daran denken, dass man die Diagnose bei Patienten, die nicht ansprechen, wieder überprüft. Jetzt werde ich gebremst. Sorry. Aber wir haben noch Zeit für Diskussion. Zuerst mal ganz herzlichen Dank für diese schöne Fälle und die Übersicht. Merci.